Da gibt's nicht nichts zum draufgehen. Ist das überhaupt möglich? Ich meine, so viel ich weiß, kann ich nirgendwo drüber springen. Das Schlimmste, was mir in einem Spiel passieren kann, da ich stundenlang an einem Rätsel sitze, wo ich den leisesten Schimmer habe, wie es weitergehen soll. Wie soll ich jetzt dorthin kommen? Ist doch irgendwie unmöglich. Ernsthaft, das ist wirklich unmöglich. Da kommen wir doch überhaupt gar nicht hin. Wie soll man zu... Das wird nur Sinn ergeben, wenn man nicht zu ihr kommt, sondern von ihr. Hey Atea, gib mir mal einen Tipp, du kennst dich hier doch mit Sicherheit aus. Stufe 1, da nichts. Da nichts Interessantes. Da eine Tür, die mir nichts bringt, die mir einen Schlüssel gegeben hat, für eine Tür, die noch nicht existiert. Eins, zwei, die beiden Türen habe ich hinter mir. Ich habe die bescheuertste Idee aller Zeiten. Ich töte einfach mal alle... Falsche Tür, trotzdem gehe ich mal durch. Es gibt einen Ort, da gibt es ganz viele Monster. Die töte ich einfach mal aus Spaß an der Freude. Kriegen wir ein paar Hühnchen. Und hört auf, mal auf meinen Helden umzuhauen oder Verstärkung zu rufen. In der Runde haben sie aber weniger Schaden gemacht. Viel weniger. Okay, got level up. Was mich aber recht wenig interessiert, wenn es hier irgendwie nirgendwo weitergeht. Das schlimmste Rätsel, wie komme ich runter? So. Hier ist ein Raum voller Monster. Ich bringe jetzt jedes einzelne Drecksvieh hier drin um. Einfach nur, weil ich keine Ahnung habe, wie es weitergehen soll. Mm-hmm.
Damn. Derbt. Ihr Chicken Wings. Greift jetzt alle die Verstärkung an, weil die anderen beiden Viecher sterben schnell. Danke. Ba-bam-ba-bam. Okay, Schlangen. Fette, große Schlangen, die mich wie selbstverständlich und immer als erstes angreifen dürfen. Okay, das war schlecht. Wenigstens sind die Viecher ausschlamm. Okay, Pflanzen. Passt, da weiß ich wenigstens, was effektiv ist. Bam, 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 bam. Bringt nix. Wie man sich hätte fast denken können. Naja, erstmal den Echsenprinzen vernichten. Echsenprinz. Ich will die Krone sehen. Wieso habe ich davor eigentlich trainiert? Hier drin kann ich doch genauso trainieren. Okay. Hässliche Viecher, die ich nicht kenne. Erstmal den Oglin. Danach kann man den Gargoyle immer noch vernichten. Bei dem Fall wenigstens, dass er weniger KP hat. Oder auch nicht. Das ist Gargoyle, der hat weniger als der Oglin. Interessanterweise. Aber anscheinend höhere Verteidigung. So, und wenn sie jetzt hier nicht gleich eine Tür öffnet, dann habe ich hier haufenweise gekämpft, was nichts bringt. So, Leute, ich habe die leisesten Schimmer, wie ich hier weiterkommen soll.